Was geht, meine Mutter Danny? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin bei Battlebugs mal wieder. Und das Spiel ist richtig. Also, ich mag es sehr, sehr gerne. Und ihr habt es auch sehr gemacht. Also, der erste Part kam echt gut an. Und wieso nehme ich immer wieder das Gesicht mit dem komischen Schießen? Das ist so verdammt nervig, weil dieses Gesicht kann zwar schießen. Und ja, man ist theoretisch. Oh, er hat mich. Seht ihr das? Er kann schießen, aber er kann nicht beißen. Und das hasse ich an diesem Gesicht so extrem. Deswegen, ich verstehe nicht, wieso ich immer dieses Gesicht hier nehme. Also, ich verstehe es wirklich gar nicht. Tut ihn. Es ist halt, wie gesagt, sicherer. Aber trotzdem gefällt es mir nicht. Ich habe lieber ein Gesicht, was so beißt. Finde ich wesentlich cooler. Und deswegen, ich würde es gerne wieder haben. Und manchmal bleibe ich stuck. Ich habe keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall, die erste Folge kam ziemlich gut an. Und ich hoffe, diesmal werden wir weiterkommen. Ich hoffe es wirklich sehr. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Tut ihn. Ja, nice. Sehr gut. Danke für die Sachen, by the way. Na, danke dafür, wirklich. Kannst du mir mal bitte dein Gesicht ausleihen, bitte? Ah, verdammt. Er will mir sein Gesicht manchmal nicht ausleihen. Das ist so nervig, Leute. Okay, ich denke, wir sollten weitergehen, Leute. Denn man kann hier bei dem Spiel nach oben gehen. Und dort kann man dann quasi auch noch andere Monster finden, die immer stärker sind, die höher wir nach oben gehen. Und ich bin fast gestorben. Das war sehr, sehr knapp auf jeden Fall. Oben wird es natürlich wesentlich gefährlicher sein, aber ich denke, wir sollten es riskieren, Leute. Wir sollten es... Boah, da seht ihr den ersten schon. Der Typ ist wirklich unnormal. Hoffentlich bekommen wir sein Gesicht. Alter, stell dir mal vor, wir bekommen sein Gesicht. Das wäre ein Traum, Leute. Das wäre wortwörtlich ein Traum. Nein, ich bin tot. Ich bin tot, Leute. Ich habe noch meine Stacheln. Kann ich sie töten? Nein! Mann, ich habe nur noch die Stacheln. Ich glaube, das habe ich nicht mehr. Ich habe wortwörtlich nur noch die Stacheln, Leute. Was so ein bisschen nervig ist. Kann ich dein Gesicht haben? Ja, danke, danke. Ich habe ein Gesicht, ich habe ein Gesicht. Oh mein Gott, ich habe ein Gesicht, Leute. Ich bin so glücklich gerade in meinem Leben, wirklich. Solange ich irgendwas habe, um die Gegner zu töten, ist alles gut. Aber das kann sich schneller ändern, als man denkt. Zum Beispiel, sagen wir, man hat... Oh Gott, nein, nein. Ah! Oh, ich bin tot. Nee, Oh, ich kann noch schießen. Nein, er gibt mir sein Gesicht nicht. Oh Gott. Na gut, ich habe jetzt zwei Waffen, mit denen ich schießen kann. Oh. Nein, ich bin tot. Jetzt kann ich es nicht mehr machen. Ich kann einfach nur noch in den Gegner reinrennen und sterben. Ich hasse das. Okay, das Spiel ist auf jeden Fall echt nicht so einfach, wie es aussieht. Also, es ist deutlich schwerer, als es aussieht. Es ist wirklich ziemlich, ziemlich schwer. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, wie gesagt. Na gut. Dieses Mal werde ich versuchen, nicht das andere Gesicht zu nehmen. Leute, ich werde dabei bleiben. Nice. Und jetzt tötet ihn. Tötet den Loser. Yeah. Nein. Oh, schon wieder. Ey, Leute, ich kann nicht ohne. Ich weiß nicht, wieso, was das Problem ist. Ich will wirklich am liebsten neu starten. Oder mich töten. Ja, oder mich töten. Töte mich mal bitte kurz. Ja, okay, dann töte dich halt eben selbst, meinetwegen. Jetzt zum Beispiel haben wir drei Stacheln, was ziemlich hilfreich ist auf jeden Fall. Drei Stacheln zu haben ist gut, aber trotzdem, ja, es ist trotzdem sehr schwer. Okay, Leute, weiter geht's nach oben. Wieder in die zweite Ebene. Es gibt noch mehrere Ebenen, nur ich weiß halt nicht, wie hoch es gehen wird. Also da bin ich selber ein bisschen, ja, keine ahnungslos oder wie auch immer. Kann ich einfach von hinten attackieren eigentlich? Ja, das geht. Ich kann auch von hinten attackieren. Trotzdem super gefährlich, Leute. Sehr gefährlich. Jetzt habe ich nur noch zwei Stacheln. Und ich glaube, ich bin tot, oder? Ich glaube, ich bin tot. Tut ihn. Nein, ich habe sein Gesicht nicht bekommen. Das war's. Das war's für uns, Leute. Das war's. Oh, es kann nicht sein, dass es so schwer ist. Wirklich nicht. Jetzt bin ich tot. Ich habe gar nichts mehr. Oh Gott, okay. Können wir uns einig sein, dass wir dieses Gesicht nicht verlieren? Weil das ist so geil. Das tötet den Gegner viel schneller. Aber jedes Mal, wenn ich so einen töte da, dann gibt er mir immer sein Gesicht. Dieses Mal nicht, das ist gut. Oh, ouch, du hast mich getroffen, du Loser. Töte ihn. Nice, okay, sein Gesicht haben wir nicht. Also wir müssen auf jeden Fall den hier behalten. Dann soll ich mal... Oh Gott, das war knapp. Oh, ich glaube, mein Gesicht geht bald kaputt. Ich weiß nicht, ich sag... Oh ja, okay. Das war jetzt gerade echt nicht gut. Verdammt. Tut ihn. Jetzt brauche ich dein Gesicht, Buddy. Danke, jetzt gibst du mir dein Gesicht. Ich glaube, das ist das meistbenutzte Wort, der wirklich in diesem Video, dass ich Gesicht sage. Ich weiß nicht, wie oft ich das sage, aber es ist halt nun mal so, okay? Das Gesicht ist wichtig. Na gut, Leute, wir gehen noch weiter nach oben. Oder soll ich noch weiter nach oben gehen? Ich glaube, ja, das sollte ich tun. Ja, definitiv sogar. Boah, da oben ist... Schaut euch das mal an. Alter, ich hab Gänsehaut. Ich hasse das. Ich finde das so eklig, Leute. Oh Gott. Oh, ich finde das so eklig. Mir wird richtig schlecht, Leute. Und die sind verdammt, verdammt lang. Also jetzt wortwörtlich so richtig lang, Leute. Können wir den töten? Können wir den töten, sodass er mir ein paar seiner Mächte gibt? Irgendwie sein Gesicht oder irgendwie so eine Art? Oder wenigstens einer dieser Teile, die er da an den Seiten hat. Was auch immer das ist, okay? Diese Teile haben aber eine sehr große Reichweite. Und wir töten ihn langsam, aber sicher. Es dauert aber immer eine Zeit lang. Wie gesagt, wir schießen diese langweiligen Kugeln, was extrem nervig ist. Aber na gut. Einen noch mehr? Ja, nice. Sehr gut. Soll ich noch höher gehen? Ja, ich glaube, höher soll ich jetzt nicht gehen, Leute. Weil ansonsten war es das für uns schneller, als wir blinzeln können. Lass uns mal den töten. Oh mein Gott, ich wurde da zerstückelt. Nein! Oh Gott! Nein, das war's! Oh Mann! Ich habe immer dieses scheiß langweilige Geschoss. Ich hasse es. Ich schieße so langsam und es dauert so lange und dann spielt die Ungeduld da eine Rolle mit. Oh, das ist so ärgerlich, Leute. Es ist so verdammt ärgerlich. Bitte, tu mir den Gefallen. Und bitte, töte jeden. Danke. Und ich bin schon wieder fast tot. Ja, okay, ich habe ein Gesicht bekommen. Also noch nicht ganz, aber definitiv sehr, sehr bald. Oh, da ist der Typ. Ey, wenn ich sein Gesicht bekommen würde, ne, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Komm schon, töte ihn. Es geht nicht. Ich kriege ihn, wenn ich tot. Oh mein Gott, ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, was ich tue. Töte ihn. Ah, da ist gar nichts. Da ist einfach gar nichts. Ich hasse es. Eins, zwei, los, weiter. Schieß auf ihn. Nein, auch nicht. Wie ist es mit dir aus?
Und ich bekomme Stacheln von dir. Dein Ernst? Einfach nur Stacheln, wirklich? Ich gehe weiter nach oben, Leute. Ich tu's. Ich gehe weiter nach oben. Aber dazu muss ich noch gesagt haben. Und zwar, ich habe ja schon eine Folge dazu hochgeladen. Und das ist ja unnormal, wie lange die sind. Alter Schwede, das ist so krank, Leute. Einfach nur als ohne Witz. Kann ich die töten, bitte? Töte sie. Aber das Spiel wurde in 48 Stunden erstellt. Oh mein Gott, er hat mich getötet. Ich glaube es nicht. Es ist so unglaublich. Und die geben mir nichts ab. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit die mir was abgeben. Oh mein Gott. Oh, dieses Spiel ist so geil, ne? Aber gleichzeitig auch so verdammt schwer, dass es eigentlich der schwerste Spieler der Welt sein könnte. Ist ohne Witz, weil... Nein, ich will nichts von dir. Ich will nichts von dir. Das passt schon. Okay, ich bin schon wieder tot. Es ist so eine Art Hassliebe. Ich liebe das Spiel, aber hasse es irgendwie auch gleichzeitig, weil es so verdammt schwer ist. Aber ich liebe es halt irgendwie mehr. Das ist halt das Ding. Ich habe zu viele Gefühle für das Spiel, wirklich. Den Typen können wir von hinten attackieren. Attackieren von hinten. Ja, ja, vorsichtig. Lass dich nicht erwischen, lass dich nicht erwischen. Nicht von seinem... Ja, na, er gibt mir nur Stachel. Das hasse ich so hart an ihm, ne? Dass er mir nur diese verdammten Stacheln gibt. Mehr nicht. Mehr. Nein, nein, weg. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Und wir haben schon wieder neuen Stachel von ihm bekommen. Ich meine, Stacheln sind gut. Also verstehe mich nicht falsch, die sind wirklich gut. Aber ich habe lieber sein Gesicht, weil es einfach... Wenn ihr dieses Gesicht habt, ne? Dann seid ihr so stark, Leute. Und schon immer noch... Oh, Mann! Ich bekomme es einfach irgendwie nicht. Es ist so nervig. Was macht der dort? Was ist bei denen schief? Oh mein Gott, wie... Mann, ich kriege Gänsehaut. Es ist so eklig, ich hasse das. Problem ist halt einfach, wenn die sich wenigstens gegenseitig töten könnten. Ich gehe mal... Soll ich noch weiter nach oben gehen, Leute? Ja, noch weiter nach oben. Denkt mir echt wenig, aber ich würde es so gerne mal probieren. Ja, ich komme eigentlich auch gar nicht weiter nach oben. Nee, nicht wirklich. Dazu brauche ich wenigstens irgendwas, womit ich nach vorne schießen kann. Oder keine Ahnung. Oder sein Gesicht. Boah, der Typ ist auch so stark, ne? Kann ich eigentlich durch die Mitte einfach gehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich habe keinen Bock mehr. Ich spiele das Spiel aber jetzt so lange weiter, bis ich es endlich nach oben schaffe, weil ich habe schon im ersten Part kam ich nicht so weit. Dann habe ich gesagt, hey, jetzt komme ich weiter auf jeden Fall. Jetzt habe ich wieder... Ja, töte mich einfach. Bitte töte mich einfach. Boah, ich habe gar nichts mehr. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Scheiße, Mann. Ich habe wortwörtlich gar nichts mehr. Wenn die sich wenigstens gegenseitig töten würden, dann wäre das so einfach. Aber die töten sich nicht gegenseitig. Die ignorieren sich gegenseitig. Das ist das Schlimme. Ich bin quasi der Einzige. Ich bin ein unglaublich Einzelkämpfer hier in dem Spiel. Was es noch viel, viel, viel schwerer macht, überhaupt nach oben zu kommen und irgendwas zu schaffen. Das ist unnormal schwer. Also jetzt einfach nur wow. Aber das Spiel ist wirklich so geil. Aber sehr, sehr schwer. Aber ich denke, es könnte einfacher werden, wenn man einmal, ne, es schafft, irgendwie groß zu werden. Zum Beispiel, wenn ich den töte. Oh! Ja! Okay, aber trotzdem ist natürlich nicht sicher. Wir könnten immer noch irgendwas aus Versehen aufheben, aber schaut euch mal an, wie geil das ist. Seht ihr das? Das meine ich, wie geil das ist. Das ist der Hammer. Der tötet nämlich jeden sofort. Und hier könnten wir eigentlich fahren, aber ich glaube, ich gehe nach oben. Leute. Oh Gott, ich habe Angst. Sicher sind wir... Wir sind auf jeden Fall jetzt sicherer. Oh nein, nein. Oh, ich denke aber tatsächlich, wir dürfen nicht dieses Teil nehmen, wodurch wir schießen, weil ich glaube, dann bekommen wir den Mund nicht. Ich glaube, den Mund bekommen wir immer nur, wenn wir ihn auch mit dem Mund töten. Klingt zwar super komisch, aber ich glaube, so funktioniert das. Von dem, was ich gesehen habe, muss es so sein. Und lass uns den töten. Und jetzt haben wir seinen Mund. Also, wenn ich schieße auf ihn, bekommen wir das nicht. Ich wusste, dass es irgendwie damit irgendwas auf sich haben wird. Also, die zum Beispiel zu töten, lohnt sich nicht, weil dann passiert das hier. Ja, das passiert. Deswegen, das ist zu gefährlich. Man kann die töten natürlich für XP oder man bekommt auch mal andere Sachen. Für sowas hier. Aber es ist so einfach, die zu töten dann. Das ist einfach nur der absolute Hammer. Und der Typ wird uns wahrscheinlich ein weiteres Gesicht geben, was einfach nur wunderschön ist. Wir sind wunderschön! Nein! Töte mich, bitte töte mich. Nein, töte mich einfach, bitte. Nein, ich will einfach nur sterben. Ich will einfach nur wirklich noch sterben. Auch wenn dieses Spiel so verdammt schwer ist, aber es macht so süchtig, Leute. Also ich bin wortwörtlich richtig süchtig danach, aber mir ist dann eben erst aufgefallen, dass ich einfach zocke und einfach gar nicht mehr nachdenke, wie ich mach's einfach. Ich zocke einfach. Ja, ich bin gestorben und bekomme das. Wie geil ist das denn, Leute? Wie geil ist das denn? Ja. Gib mir mehr Macht. Ja, sehr gut. Mehr Macht. Perfekt. Soll ich lieber Macht einfach. Jetzt gehen wir weiter. Oh Gott, das ist hardcore. Das ist sehr schwer. Also das zu töten ist sehr schwer, aber es geht. Sollten wir hinbekommen, oder? Nein, ich bin tot. Ist das dein Ernst? Mann, es ist nicht wahr. Das Spiel ist unnormal. Und schon wieder ist es soweit, aber das heißt noch gar nichts, Leute. Das heißt wortwörtlich noch gar nichts. Es ist halt... Es wird noch richtig schwer. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Geheimwaffen, die wir nutzen können. Also ja, es geht langsam, wie ihr sehen könnt. Wir bekommen eine Menge Punkte. Wir können lang werden, sehr, sehr lang. Wir sollten nur wirklich darauf aufpassen. Oh Gott, jetzt habe ich zum Beispiel nicht darauf aufgepasst, dass wir nicht ein anderes Gesicht aufheben. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die es gibt. Ja, definitiv. Und sonst kann man ganz locker easy eigentlich überleben, ja. Und jetzt schieße ich mit allen. Sehr geil auf jeden Fall. Lass mal sehen. Nice, den töte ich auch. Perfekt, sehr gut. Ja, ich bin auf jeden Fall relativ mächtig jetzt. So kann man nicht anders sagen. Also relativ, nicht unnormal, aber auf jeden Fall, wie gesagt, relativ. Dann gibt es natürlich diese Loser noch hier, ne? Oh, ich habe das erste Mal sowas hier bekommen. Cool. Was ist das denn? Ist ja mal richtig geil. Wie gesagt, ich habe kein... Nein. Ich bin tot, oder? Na gut, ich kann immer noch mit diesen Teilen hier Leute töten. Stimmt, die sind nämlich unnormal OP. Schau dir das mal an, wie OP die sind. Ich muss nur an denen vorbeifahren. Aber auch in dem richtigen Winkel muss ich an denen vorbeifahren. Nein, das Teil nehme ich nicht.
Das Teil nehme ich definitiv nicht. Nein, ich habe gerade das Teil verloren. Jetzt schieße ich nur noch. Ich schieße nur noch, Leute. Ich kann nur noch schießen. Ich glaube es nicht. Ja, jetzt bin ich zu schwach. Das Schießen, mit Schießen bin ich nicht schlecht. Und jetzt muss ich das Teil nehmen und ich töte mich am besten selbst. Ja, ich töte mich am besten selbst. Ich versuche es. Ich versuche es die ganze Zeit so richtig gut zu spielen, aber es ist halt einfach zu schwer. Ich glaube, das Spiel ist zu schwer für mich. Ich komme nicht weiter. Ich könnte ja mal versuchen, so weit nach oben zu kommen wie möglich. Weil oben ist ja wahrscheinlich irgendwas oder vielleicht sogar andere Monster, von denen wir noch nie gesehen haben oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Aber oben scheint es stärkere Kreaturen zu geben als unten. Und jetzt habe ich wieder dieses Teil. Ja, ich bin mich um. Wisst ihr, ich bin mich aber um, weil ich habe keinen Bock. Darauf, wirklich nicht. Ah, ich bin schon wieder tot. Oh Gott, bitte. Oh, dieses Game. Es raubt mir alle Nerven, aber ich kann nicht aufhören. Ich muss weiterspielen. Ich muss einfach weiterspielen. Ich muss weiterspielen, Leute. Ich muss. Die spielt auch einfach diese richtig alten 8-Bit-Soundeffekte, die einfach so richtig Spaß machen anzuhören. Super komisch klingt das, ich weiß, aber es hört sich einfach so richtig lustig geil an. Ich wollte schon lustig sagen, aber nein, es klingt richtig geil, jemanden hier zu töten. Das ist einfach so geil, dass, ich weiß nicht, es macht einfach super, super, super süchtig. Und diese Teile sind echt gefährlich. Ja, ha, ja, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Okay, sehr geil, wie es bis jetzt aussieht, super. Und jetzt lass uns noch weiter nach oben gehen, lass uns einfach richtig weit nach oben gehen. Was ist hier oben? Hier war ich noch nie oben. Was ist da? Hallo? Ist da gar nichts? Nee, nicht dein Ernst, oder? Nein, das ist nicht dein Ernst. Es gibt hier gar... Oh mein Gott. Was bist du? Ist das der Endboss? Könnte der Endboss sein, Leute. Lass uns den Freak mal versuchen zu töten, Leute. Lass uns den Freak versuchen mal zu töten und schauen, was passiert. You win! Oh! Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut, Leute. Ich hab wortwörtlich Gänsehaut, weil ich dachte mir so, hey, was ist denn da oben? Ist da irgendwas Interessantes oder so? Und ja, das war das Spiel. Ich hab gewonnen. Ich wusste es nicht. Ich dachte, es geht nochmal weiter nach oben, aber nein. Das ist quasi das Ende der Stage. Also mehr kommt da nicht. Aber ja, uff, ich kann es nicht glauben, ey. Oh, das Spiel hat so viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir immer so ein Spiel. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas wirklich. Also ja, falls du bis zum Ende geschafft hast, schreibe, du hast gewonnen in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.